Moin zusammen, wir sind jetzt hier in einem Flugsimulator am Airport Hannover von einem Airbus A320, ist richtig? Stimmt. Das ist Peter. Peter Hallo. Ist selber Pilot und du kannst hier im A320 fliegen und noch ein paar mehr, glaube ich, auch, ne? Stimmt. Erzähl mal, welche darfst du alle fliegen? Citation Jets, das sind Business-Flieger, Citation Empor, Citation Sovereigns, ja. Früher bin ich auch Turbocops geflogen, also Piper Cheyenne. Okay. Jetzt haben wir gesagt, okay, ich darf mal in den Simulator rein, also quasi mal, es ist auch wirklich echtes Fliegen, was wir jetzt gleich machen. Stimmt, das ist ein echter A320-Simulator, der alle Funktionen nachbildet, alle Knöpfe sind da, alle Schalter, Triebwerke, Klappen, Fahrwerk, Navigation, alles da. Okay, dann begeben wir uns jetzt rein und gucken wir mal, wie ich mich anstelle. Also, nur gut, dass keiner wirklich da drunter wohnt, wo wir jetzt lang fliegen. Wer macht jetzt was? Du bist der Kapitän. Ah. Du fliegst und ich assistiere dir. Okay. Das heißt, du hältst das Flugzeug zuerst gerade auf der Bahn mit den Pedalen, mit dem Steuer, das wird gerade. Dann gibst du Gas. Wir werden schneller und ab einer gewissen Geschwindigkeit sage ich dir ein Kommando. Das heißt eigentlich V1, das ist eine Entscheidungsgeschwindigkeit. Dann kommt die Hand vom Steuer. Ja. Dann warten wir noch einen kleinen Moment, rotieren und dann nimmst du den Stick in die Hand und wir heben ab. So, den Stick, ach siehst du, den müssen wir auch noch. Das Steuer. Das Steuer ist hier drin, weil es dunkel ist, jetzt schwer zu sehen. Hier aber es ist einmal, ein. Ja, guck mal, da, so sieht ein Stick aus. Das ist Airbus. Airbus fliegt mit Sticks. Also sinken, steigen, links rum, rechts rum. Okay. Das also nicht beide. Mehr das bekannte Steuerhorn in der Mitte, was man hier hat. Okay, super. Ja, dann lass uns mal probieren, würde ich sagen. Kommt da eine Lampe? Was heißt diese Lampe, diese weiße? Das ist gut. Zwei weiße, zwei rote, wir sind genau auf dem gleichen Fall. Jetzt sinken. Don't sink. Peter, jetzt will ich mal eine Zusammenfassung haben von dem ganzen Theater hier. Denn Fliegen ist nicht wirklich einfach. Aber wir sind wieder unten, wir sehen noch unversehrt aus. Ja, Gott sei Dank. Hat geklappt. Rechter Ellbogen hat einen Schramm. Gute Leitung, alles perfekt, hat geklappt. Von Hannover nach Hannover, in Richtung Steinhuder, Steinhuder Meer gestartet und sind dann schön wieder aus. Richtung Westen gelandet, ja. Auf der Mauer. Jetzt muss man aber dazu sagen, also so einfach ist es nicht. Also Fliegen, da gehört schon viel dazu. Ne? Also wenn sich hier reinsetzt und denkt, oh, ich habe mal einen Airbus geflogen, da war viel Hilfe dabei. Aber dafür ist auch immer ein Instruktor dabei und das ist ein echter Pilot, der hilft beim Fliegen. Also man kann sehr wohl starten und landen hier im Airbus, das haben wir ja gesehen. Ja. Beim 10. Anlauf. Okay, danke Peter. Ja. Ich wünsche was und jeder, der gerne möchte, der kann natürlich hierher kommen, sich in diesen Simulator setzen, wichtig vorher anmelden.